Salve, cittadini di Roma! Genießt diesen prächtigen Anblick! Katharina Sforza, die Hure von Forli! Endlich kriecht sie zu Kreuze! Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia! Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide! Vielleicht sogar gleichzeitig? Chiudi la bocca! Niemand beleidigt die Borgia! Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet! Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein! Eure Zeit wird kommen! Ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Das kriegen wir natürlich hin. Und damit ein herzliches Nja, Leute. Ich bin's wieder, eure Shioyuki. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir ziemlich viel herumgealbert und nicht uns wirklich um die Erinnerung gekümmert. Dementsprechend bin ich jetzt aktuell hingelaufen und ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm, dass ihr diesen langen Weg verpasst habt. Burgsteiger, in die Engelsburg eindringen und Rodrigo und Cesare eliminieren. Ich hab's ja nicht so mit Namen, ne? Aber ist in Ordnung. Wir müssen versuchen, Katharina irgendwann zu befreien und wir dürfen uns nicht entdecken lassen. Ich werde schneiden müssen. Das ist nicht gut. Es dauert immer so lange, nicht entdeckt zu werden. Weil ich immer so schlecht darin bin. Okay, ich hatte mir auch überlegt, ob ich den hinteren Bereich nutze. Hier, den hier. Und diesen Turm einmal, erobere. Aber ich lasse es doch. Weil das hätte mir ein bisschen zu lange gedauert. Und wie gesagt, ich wollte gerne die Erinnerungsanfang jetzt schon starten. Du kommst mit, Machiavelli kommt doch nicht mit. Machiavelli ist ein Arsch. Warte, vielleicht schaffen wir es ja noch rechtzeitig hier hinzugehen, ohne dass die Wächter uns bemerken. Hallo? Hallo, ich will untertauchen. Oh Gott. Ihr habt mir nicht geholfen, uns unterzutauchen, ihr Säcke. Ihr seid doch eine Gruppe, ihr müsstet das doch eigentlich können. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Nein, nein. Oh, ich hab's jetzt schon verhauen. Verdammt. Ich hab verloren, ne? Die haben mich doch entdeckt. Ich hab doch verloren. Ach, das ist nur zur vollen Synchronisation. Okay. Wenn das das ist, Leute, dann ignorieren wir das einfach. Wir vernichten sie jetzt. Wir haben Spaß. Kommt her. Eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür, aber ich werde mich vollends um euch kümmern. Das ist gar kein Problem. So vollends, dass ich sogar ein bisschen die Musik leiser schrauben muss währenddessen, weil dann mir das ein bisschen zu lange dauert. Also, aua. Geht's noch? Okay, ich gehe einfach. Bevor es zu lange dauert. So. Volle Synchronisation. Scheiß drauf. Komm her. Na los, mein Freund. Ach, perfekt. So soll das sein. Also, wen eliminieren wir zuerst? Cesare oder Rodrigo? Und dafür, dass wir nicht entdeckt werden dürfen und wir das jetzt einfach über Bord geworfen haben, ist das ziemlich easy, würde ich sagen jetzt. Jetzt haben wir gar keine Probleme mehr. Oh, ich hätte gerne den Großen zuerst erwischt. Das hätte so vieles einfacher gemacht. Aber was willst du machen? Leute natürlich umbringen. Was denn sonst? Komm her. Aua. Da hatte ich ganz kurz eine zu große Klappe. Aber ist egal. Wir haben es geschafft. Also, wie laufe ich denn da hoch? Wie laufe ich denn da hoch, damit alles gut ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Looten wir... Oh, ich wollte dich eigentlich gar nicht treten. Ich wollte eigentlich sofort... Naja, loslegen. Das tut mir jetzt leid, dass das sein musste. Ein Moment. Und natürlich du. Ihr seid sehr gut bewaffnet, aber wisst ihr was? Ich kann one-hitten. Ihr nicht. Ha! Okay, das war nicht die Lösung. Wo sollten wir denn entlang? Ich konnte nicht auf die... Naja, an der Wand... hochklettern. Dementsprechend weiß ich es jetzt aktuell gar nicht. Vielleicht da entlang? Geht das? Ich weiß auch gar nicht, wie ich das geschafft habe, also wie ich das hätte schaffen sollen, ohne... oh Gott, festhalten! Verdammt! Ohne entdeckt zu werden! Ich bin ja sowieso nicht das Ass in nicht entdeckt werden. Dementsprechend ist das für mich sogar noch einen Ticken schwerer, als man denkt.
Ize, du kannst nicht springen. Das ist dein Ernst? Müssen wir jetzt den ganzen Weg... Oh mein Gott. Herrlich. Dementsprechend ist es für mich ein größeres Wunder, wie man das hätte schaffen sollen. Ohne entdeckt zu werden. Falls ihr das wisst, wäre das sehr cool. Aber ansonsten, ich kann das nicht und es tut mir auch schrecklich leid, dass ich das nicht kann. Da soll ich hin. Oh, ich glaube, das hätte ich vielleicht doch schaffen können, ohne entdeckt zu werden. Ach, wisst ihr was? Wir hätten jetzt ein bisschen Action. So viel Action in einer so kurzen Zeit. Verdammt! Kann ich da einfach in... Oh mein Gott, bitte sagt mir jetzt nicht, ich hätte nicht über diese ganze Brücke laufen müssen. Ich hasse euch. Ich hasse euch auch. Egal. Wir haben es gleich geschafft und dann ist alles gut. Und ich hatte auch, übrigens, als ich hier angefangen habe, meine Auffälligkeit. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich weiß nicht, wieso Ezio das gerade eben gemacht hat. Ist es gerade so lange her? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Plakate abgerissen. Ich konnte Leute nicht bestechen, weil ich habe nur 12 Florin. Daran hätte ich denken sollen, ein bisschen Geld zu holen. Aber ich hatte keine Zeit und ich bin ein bisschen geizig, sagen wir so. So, wisst ihr was? Ich gehe jetzt den Weg, den man nicht hätte gehen sollen eigentlich. So, lass mich überlegen. Ich brauche diese Synchronisation nicht mehr. Also dementsprechend, wisst ihr was? Mir ist das egal. Komm schon. Ich muss es einfach nur schnell hinter mich bringen. Aua. Los. Los, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss Menschen ermorden und Medizin nehmen. Fällt mir gerade auf. Ich hätte vielleicht auch Medizin kaufen sollen, wenn ich so tue, als würde ich organisiert sein. Aber hä? Als ob ich organisiert bin, Leute. Als ob ich das bin. So, da ist ein Leiter. Wieso gucke ich dich erstmal immer, bevor ich irgendetwas Doofes mache? So, wir haben es geschafft. Vergesst den Papst, die untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Mhm. Heißt also, wir sollen Rodrigo wahrscheinlich zuerst, naja, ins Schlummerland schicken, sag ich jetzt mal. Ins Schlummerland schicken. So, einen Weg ins Innere des Turms finden. Geht das nicht? Ezio, früher konntest du so viel klettern und jetzt? Jetzt bist du ein alter Gaul geworden. Jetzt schon. Oh, warte. Das können wir natürlich auch anders lösen. Mitkommen. Oh. Hey, hey, hey. Komm her. Komm her. Dankeschön. Vielen Dank für deine nette Mitarbeit an deinem Tod. So. Ich kann nicht ganz erinnern, wie wir das machen sollen. Ich kann mich aber an den Turm in... Hell no. Einen Moment. Tschüss. So, einen Moment. Den können wir doch bestimmt von oben eine kleine Überraschung bescheren, oder? Ich wusste es. Und als nächstes müssten wir dann... Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, wir müssen auf diesen Turm herauf. Und ein kleines Spionage-Missionsziel erledigen. Also einen ganz kurzen Moment. Hoffen, dass die uns hier oben nicht bemerken. Ich bin hier, du... Wow. Hallo. Kommst du? Kommst du? Ja, dann geh! Wenn du mich nicht siehst. Ich bin so unauffällig. Weißt du, hab die Hälfte der Leute von denen ermordet. Aber ich bin unauffällig. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Okay, einen ganz kurzen Moment. Ich lass dir mal kurz hier stehen. Und dann... Ein schönes Attentat. Ah. Oh, er ist runtergefallen. Das ist nicht gut. Ich mag es nicht, wenn die das immer sehen. Dann sind die immer so aggro auf einen. Weiß ich gar nicht, warum. Wisst? Hab doch gar nichts getan. Okay, wir müssen jetzt diesen komischen Turm hochklettern. Und ich hoffe, wir müssen nicht den ganzen Bogen gehen. Es wäre nämlich ein bisschen auffällig. Oh nein, 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 nein. Die dürfen mich nicht sehen. Puh. Hätten die mich nämlich gesehen, hätte ich jetzt Angst davor gehabt, dass sie mich mit Pfeilen... Oder Steinen abwerfen. Abschießen. Mit Pfeilen abzuwerfen wäre ein bisschen komisch. So, warte. Nur ganz kurz hoch. Nicht, dass ich auf einmal wieder lossprinte. Wie kriege ich das... Wie komme ich da hin? Spring da nochmal hin, Ezio.
Geh mal hier hoch und dann den Balken entlang. Das ist schon ein bisschen tricky, ne? Ihr baut da Sachen ein, die wir gar nicht brauchen zum Hochklettern. So, hoch mit dir. Und dann da entlang, glaube ich. Hoffe ich. Ich meine, ich muss da ja entlang. Oh ja, perfekt. Perfekt, Leute. Weiß wie Schnee, unauffällig wie sonst was. Cesare. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Was für ein charmanter Kerl. Natürlich lesen wir das jetzt, weil, wie gesagt, ich lese mir die wichtigen Sachen durch. Oder die hauptessentiellen Charaktere. Lucrezia Borgia, Geburtsjahr 1480. Als Beruf adelige Tochter des Papstes. Lucrezia wurde von Kindesbeinen an zu einem wahrhaftigen Spielball für die Machenschaften ihres Vaters herangezogen. Sie wurde dreimal im Interesse des Papstes verheiratet. Mit nur 13 Jahren wurde sie mit Giovanni Sforza das erste Mal verheiratet, um die päpstliche Beziehung zu Mailand zu fördern. Doch als sich der Papst gegen Mailand stellte, konnte er mit dieser Ehe nichts mehr anfangen. Cesare drohte, Giovanni umzubringen. Ich kann irgendwie nicht anders runterscrollen, es tut mir leid. Und so floh dieser. Um die Ehe aufzulösen zu können, erklärte der Papst Giovanni letztendlich für impotent. Da diese Verbindung nun nicht mehr existent war, konnte der Papst eine weitere Ehe arrangieren. Dieses Mal mit Alfonso von Aragon. Sie sollte die Bindung zu Neapel festigen. Cesare hasste es, dass ihm der 19-jährige Alfonso Lucrezia Aufmerksamkeit stahl, und so erstach er ihn im Jahre 1500. Sehr solider Mann. Doch trotz mehrerer ernsthafter Wunden starb Alfonso nicht. Wie durch ein Wunder erholte er sich im Verlauf der nächsten Wochen, als er das Unmögliche schaffte und sein Krankenlager verließ, wies Cesare Micheletto an, ihn zu erwürgen. Lucrezia wurde aus dem Zimmer geworfen, und während sie zum Papst rannte, um Hilfe bitten wollte, wurde Alfonso ermordet. Hinweis, das war nicht das erste Mal, dass Cesare einen Mann aus Lucrezias Umfeld getötet hat. Im Jahre 1498 ertränkte er Pietro Calda, den päpstlichen Kämmerer, weil er ihr zu nahe gekommen war. Sehr solider Mann immer noch. Alfonso d'Este, Lucrezias dritter Ehemann, heiratete sie, verständlicherweise, nur sehr widerwillig. Doch die Strategie des Papstes für Mittelitalien erforderte es, dass er die Beziehung mit Ferrara festige. Also zahlte er Alfonsos Vater Ercole d'Este, dem Herzog von Ferrara, 300.000 Dukaten und gestand ihm noch andere Privilegien zu, um die Partie zu sichern. Die zwei waren verheiratet, doch amüsierten sie sich auch außerehelich. Lucrezia schlief mit dem Dichter Bembo und Francesco II. Gonzaga. Ihre Beziehung endete, als Francesco die Syphilis bekam. Oh. Lucrezia starb bei der schwierigen Geburt ihres achten Kindes. Meine Güte. Im Jahre 1519. Was ist denn mit den anderen 7 Kindern, fragst du dich jetzt. Das erfährst du in der nächsten Folge von Die schlimmsten Horrorromanzen der Welt. Das tut mir schon ein bisschen leid, aber sie ist mir immer noch nicht sympathisch, also ist mir das zum Teil auch egal. Ha. Okay. Wie komme ich da jetzt elegant hin? Bitte Fall. War klar. Können wir so tun, als wäre das nie passiert? Danke. Ahem. Neustart. Leute, das ist nie passiert, okay? Nie passiert. So, wie kriege ich mich denn dahin, dass das
einigermaßen klappt. Am besten ist es ja eigentlich, wenn ich trotzdem noch hier hingehe. Dann... Oh, warte. Drücken Sie Umschalt, um sich fallen zu lassen. Halten Sie Umschalt beim Sturz, um sich wieder festzuhalten. Ich glaube, das schaffe ich... Der möchte das echt, dass ich das mache, ne? Öffnet das Tor! Oh, der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Patron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Dass er jetzt weg ist? Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt gerade ziemlich glücklich, dass uns nichts passiert ist. Darüber sollte ich Machiavelli auch freuen. Ansonsten gibt's Prügel. Okay, nee. Ich muss wieder hoch. Weil es so viel gebracht hat, mich von da oben jetzt runterzuschmeißen, weil ich da jetzt eh hin muss. Geht das? Das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Mann! Okay, wie komme ich da denn jetzt hin? Okay, wir gehen runter und dann nach rechts, links, rechts. Ach, da kannst du entlang springen. Achso, oh warte. Stimmt, das ist ein besserer Weg. Alles geplant. Natürlich. Hallo? Ich hab's geschafft. Was möchtest du von mir? Spiel? Wieder, dass ich da hochgehe? Soll ich da wieder hoch? Du musst mir sagen, was ich tun soll. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gib mir den Schlüssel. Miese Tuse, würde ich sagen. Katharina Swoska aus ihrer Gefängniszelle befreien. Das machen wir. Das machen wir aber alles beim nächsten Mal, weil ich sonst die Minutenanzahl überschreite an 15 Minuten und ich muss gerade ein bisschen vorproduzieren, weil ich dieses Wochenende nicht da bin. Von daher tut es mir schrecklich leid, aber hier muss ich einen Cut setzen. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und ansonsten verabschiede ich mich und sag auf Wiedersehen.